Meine Damen und meine Herren, liebe Anwesende, im Gedenken an die Befreiung der überlebenden Auschwitz-Häftlinge durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 und die Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus 1945 durch die Alliierten und, das ist mir wichtig, im Gedenken an 6 Millionen ermordete Juden und Jüdinnen, möchte ich mich heute einem besonderen Thema zuwenden, den Aktivitäten der deutschen chemischen Industrie, die in vielfacher Weise gebündelt als Interessengemeinschaft Farbenindustrie oder kurz IG Farben den deutschen Faschismus und Imperialismus gefördert, unterstützt und vorangetrieben hat. Das zweifelsohne größte Verbrechen der IG Farben war die Errichtung eines Chemiebetriebes 1941 auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz, IG Auschwitz. Ich habe den folgenden Vortrag in 3 Teile gegliedert. Zunächst möchte ich einige Erläuterungen zur Vorgeschichte, Struktur und Orientierung der IG Farben geben, um dann Zahlen und Fakten zur Zwangsarbeit mit dem Fokus IG Auschwitz zu nennen. Und in einem letzten Teil werde ich auf meine Quellen eingehen und eine längere Passage aus dem Buch »Ich kann nicht vergeben« von Rudolf Wirber vorlesen, einem Überlebenden der Auschwitz-Hölle, der sehr genau die Vorgänge auf dem Gelände der IG Auschwitz beobachtet und beschrieben hat. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gründeten sich im deutschsprachigen Raum in schneller Folge chemische Fabriken, so beispielsweise, um die 3 bedeutsamsten Firmen zu nennen, 1863 die Farbwerke Höchst in Frankfurt am Main, im gleichen Jahr die Farbenfabriken Bayer und Co. in Wuppertal, später Leverkusen, und 2 Jahre später die Badische Anilin- und Sodafabrik, die BASF, in Ludwigshafen am Rhein, damals noch Teil, Ludwigshafen noch Teil des Königreichs Bayern. Innerhalb weniger Jahre wuchsen diese Betriebe zu riesigen Fabrikkomplexen heran. Wanderarbeiter aus allen Regionen des Deutschen Reiches und aus ganz Europa strömten in diese neuen Industriezentren. Die Arbeitsbedingungen waren fürchterlich. Jährlich starben zwischen 100 und 600 Arbeiter den Unfalltod, sei es durch Explosionen oder durch Vergiftungen. In meinem Buch »Die Arbeit des Körpers«, das 2022 in einer Neuauflage in Wien erschienen ist, auf dem Büchertisch ist ein Ansichtsexemplar, habe ich die Geschichte der Chemieindustrie relativ umfangreich beschrieben. Und dort hat mein Chemiekapitel den Titel »Leben mit dem Gifttod«. Um es kurz zusammenzufassen: Die Chemikalien zerstörten die Gesundheit der Arbeiter, deren Körper zumeist schon nach 2 Jahren so zerschlissen war, dass sie nicht mehr arbeiten konnten. Lungen-, Haut- und Organschäden gab es jährlich zu Tausenden und viele starben daran. Die damals tätigen Fabrikärzte hatten, und das entsprach dem damaligen Zeitgeist, nichts Besseres zu tun, als den Erkrankten eine erblich bedingte Anfälligkeit zu bescheinigen. Schon von Beginn an war die BASF hinsichtlich ihrer Produktionsanlagen, und hier sehen Sie ein Bild 1 Jahr nach der Gründung, besonders breit aufgestellt. Hier wurde eine Vielzahl von anorganischen und organischen Rohstoffen und Zwischenprodukten hergestellt, eine Struktur, die sich bis heute erhalten hat. Verbundsystem nennt man das. Das Fabrikgelände wuchs schnell und nahm bald eine 7 Kilometer lange Ausdehnung entlang des Rheins an. Im September 1921 erschütterte eine gewaltige Explosionskatastrophe das Werk und die angrenzenden Wohngebiete, eigentlich die gesamte Region. 565 Menschen kamen ums Leben
durch diese Explosion und mehr als 2000 waren schwer verletzt. Nachweislich hatten die Betriebsleiter damals notwendige Sicherheitsüberprüfungen unterlassen. Der damalige Vorstandsvorsitzende der BASF, Karl Bosch, trat vor die Arbeiterschaft und sprach von einem, ich zitiere, Schlag des Schicksals und vom Kampf mit den Naturkräften. Ein Zitat aus seiner Trauerrede lässt den sozialdarwinistischen und obrigkeitsstaatlichen und auch kriegsrhetorischen Hintergrund erahnen, der die Hochindustrialisierung begleitete und forcierte. Bosch wörtlich: Der Kampf ist kein freiwilliger, er muss ausgefochten werden. Und selbst heute noch vor den offenen Gräbern zwingt uns das unerbittliche Muss bereits wieder auf den Weg weiterer Pflichterfüllung. Zitat Ende. Die Basis für synthetische organische Chemie und damit für eine Vielfalt von Produkten war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Kohlechemie. Das heißt, Kohle wurde in Kokereien zu Koks einerseits und zu flüssigen Kohlenstoffverbindungen andererseits aufgetrennt. Die flüssigen Vorprodukte, kettenförmige und zyklische Kohlenwasserstoffe, wurden in weiteren chemietechnischen Verfahren zu Farbstoffen, Kunststoffen, Medikamenten und vielen, vielen weiteren Dingen weiterverarbeitet. Von besonderer Bedeutung waren die aromatischen Amine und die aus aromatischen Aminen hergestellten Anilin- und Azofarbstoffe. Deswegen hießen auch die meisten dieser damals gegründeten Firmen Farbenfabriken. Aromatische Amine lösten bei Tausenden von Chemiearbeitern den damals gefürchteten Anilinkrebs aus, einen damals meist tödlichen Harnblasenkrebs. 1913 machte die Chemietechnologie einen Riesensprung nach vorne. Fritz Haber, ein jüdischer und zugleich deutschnationaler Chemieprofessor in Karlsruhe, hatte ein Verfahren entwickelt, Stickstoff und Wasserstoff unter hohem Druck und hohen Temperaturen zu Ammoniak zu synthetisieren. Er bot dieses Verfahren der BASF an und Karl Bosch schlug sofort zu. Mithilfe dieses sogenannten Haber-Bosch-Verfahrens konnte man Salpetersäure in praktisch unbegrenzten Mengen herstellen. Und das war eine Grundlage für die Agrochemie einerseits, aber eben auch, und dies war schon im Ersten Weltkrieg ganz entscheidend, für Sprengstoffe andererseits. ...1925 schlossen sich die großen Chemiefirmen zur Interessengemeinschaft IG Farben zusammen. Ludwigshafen, Frankfurt, Leverkusen, all das firmierte jetzt unter dem Label IG Farben. Dieser nun ohnehin größte Chemiekonzern der Welt erweiterte sich von Jahr zu Jahr. Die IG, wie sie fortan im Volksmund hieß, zur IG gehörten beispielsweise die Leunawerke, wo ab 1926 synthetisches Benzin aus Kohle gewonnen wurde. Weitere Betriebe kamen hinzu, zum Beispiel die chemischen Werke Hüls und die Zeche Auguste Victoria, eine der damals größten Kohlengruben im Ruhrgebiet, die auch nach dem Krieg noch lange Teil der BASF waren. Wesentlicher Teilhaber dieser Großfusion, Treiber dieser Großfusion war der Chemiker Karl Duisberg. Er trieb also wirklich diese Fusion ganz klipp und klar nach vorne. Er war langjähriger Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Farbenfabriken Bayer & Co. in Leverkusen und er wurde dann 1926 Aufsichtsratsvorsitzender der IG Farben. Duisberg gehörte, wie damals praktisch ausnahmslos alle Chemiker, zur deutschnationalen Elite mit ausgeprägt autoritärer Orientierung. Er setzte im gesamten Konzern eine strikt hierarchische Ordnung und Orientierung durch. In der Chemieforschung zum Beispiel galt folgende Hierarchie: Akademiker, Chemielaborant, Chemiewerker, Hilfskräfte, Spülfrauen,
Spüljungen. Wobei parallel noch eine Überwachungsinstitution aus Obermeister, mehreren Meistern, Hilfsmeistern und weiteren Überwachungspersonen für die Disziplinierung sorgte. In der Produktion galt eine ganz, ganz ähnliche Rangordnung. Karl Bosch wurde 1926 Karl Bosch wurde 1926 Vorstandsvorsitzender der IG Farben und ab 1936 löste er nach dem Tod von Duisberg diesen als Aufsichtsratsvorsitzenden ab. 1940, nach dem Tod von Bosch, wurde diese Position von Karl Krauch übernommen, der schon ab 1933 als Vorstandsmitglied die auf Rüstung und Ostexpansion orientierte Chemiepolitik vorantrieb. Von Krauch soll im späteren Vortrag noch die Rede sein. Der Aufsichtsrat bestand aus 50 Personen, woraus ein von Duisberg handverlesener Kreis, der Verwaltungsrat, hervorging. Dieser Rat, zu dem auch der Vorstandsvorsitzende Karl Bosch zählte, firmierte unter den Arbeitern als Rat der Götter oder als Götterrat, was Sie hier auf dem Bild sehen können. Hier sehen Sie diesen Reaktor für das Haber-Bosch-Verfahren. Vor 1933 war die IG Farben nicht an einer Kooperation mit der NSDAP interessiert. Immerhin hatte Duisberg mehrere jüdische Bankiers in den Aufsichtsrat geholt. Gleichwohl herrschte bei den IG Farben bereits vor 1933 eine militarisierte Arbeitsordnung. Die deutschnationale Orientierung der Firmengründer und Firmenleiter implizierte Führerprinzip, Arbeitspflicht, Kampf gegen Bummelantentum und Kampf gegen Simulantentum. Kranke verloren relativ schnell ihre Arbeit. Verlangt wurde Härte und Opferbereitschaft. Schwächere wurden verunglimpft und missachtet. Fabrikärzte betrieben eine rigorose Leistungs- und Selektionsmedizin. Das alles stand in der Tradition dessen, wie die nationalistischen Eliten schon im 19. Jahrhundert die Gesellschaft sahen. Die militaristisch disziplinierende Betriebsorganisation war insofern Teil der Industriegeschichte und der Hochindustrialisierung. Die nationalsozialistische Ideologie konnte sich sehr gut in diese Struktur einfügen. Es wundert kaum, dass Ideologie und Struktur in den Chemiebetrieben auch nach 1945 noch lange überlebten. Der hier Vortragende, und dieser Einschub sei mir gestattet an dieser Stelle, trat 1965 als Lehrling in die BASF ein und konnte die autoritäre und disziplinierende Atmosphäre noch selbst miterleben. Die tradierte materielle und ideologische Struktur der Chemieindustrie birgt bereits entscheidende Merkmale einer faschistischen Ordnung. Härte, Unterordnung, auch Brutalität und Sozialdarwinismus. Starke dürfen über Schwächere bestimmen, dürfen diese drangsalieren und in besonderem Maße ausbeuten, bis zur Erschöpfung und Entkräftung. Im Betrieb gibt es Hordenbildungen, Ausgrenzungen und menschenfeindliche Rituale. Einer, der an diesen Traditionen ansetzte, war Robert Ley, der bis 1928 Chemiker bei den Farbenfabriken Bayer und Co. gewesen war. Er wechselte als Organisationsleiter zur NSDAP und war ab Mai 1933 in Anführungsstriche Reichsarbeitsführer und Leiter der Deutschen Arbeitsfront. Er nahm sich während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse das Leben. Ley erhielt pausenlos Reden auf Betriebsversammlungen, so auch in den Werken der IG Farben. Er repräsentierte in besonderer Weise den spezifisch nationalsozialistischen Charakter des deutschen Faschismus.
Hier ein Ausschnitt aus seiner Standardrede, die er in allen großen Industriebetrieben hielt, mit verschiedenen Variationen. Und hier zitiert aus der Siemens-Werkszeitschrift vom April 1942. Der Führer hat es gewagt, den Juden so zu zeichnen, ihn dem Volke zu offenbaren, wie er in seiner Gemeinheit ist, mit seiner kapitalistischen Ausbeuterart, als den Vampire der Menschheit. Will man das anklagen? Der Himmel öffnete Adolf Hitler die Augen dafür und der Herrgott gab uns dieses Erkennen, Juda als den wirklichen Feind der Menschheit zu sehen. Juda wird und muss fallen. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Zitat Ende. Es gab frenetischen Beifall. Die so zugespitzte nationalsozialistische Ideologie griff. Und dafür war auch die Arbeiterbewegung selbst mitverantwortlich. Schon im April 1933, also noch vor dem 1. Mai, zeigten führende Gewerkschafter ihre Bereitschaft, ich zitiere, sich in die Neugestaltung der Zukunft des deutschen Volkes einzuordnen. Mir scheint es angebracht, an dieser Stelle einige analytische Überlegungen zur Besonderheit des deutschen Faschismus einzuflechten und auch zur Frage, wie aus antifaschistischer Sicht der Begriff des Nationalsozialismus verstanden werden kann. Hier ein Bild von Robert Ley vor einer Betriebsversammlung. Auch wenn es vereinzelte Widerstandsgruppen und Widerstandsaktionen gab, insgesamt hatte sich die Nazi-Ideologie nicht nur im Kleinbürgertum, sondern auch in der Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse Resonanz verschafft. Sie verfing, insbesondere wegen des mystifizierenden antikapitalistischen Tons. Und das ist das Besondere im deutschen Faschismus. Zu den sozioökonomischen und psychodynamischen Dispositionen der autoritätsgebundenen Persönlichkeit, sehr gut analysiert von Vertretern der kritischen Theorie, kommt ein pathologischer Hass hinzu, ein Hass auf das sogenannte raffende Kapital, das heißt auf die abstrakte Ebene der Kapitalverwertung, die personifiziert wird im, ich nehme das als Anführungsstrichen, Juden. Die antisemitisch grundierte Aufwertung der harten körperlichen Arbeit des sogenannten schaffenden Volkes lädt den Hass auf die Juden bis zum totalen Vernichtungswillen auf. Das Leiden und die Wut gegen inhumane Verhältnisse der Lohnarbeit, und ich habe sie ja skizziert, wird projiziert auf diejenigen, die sich augenscheinlich oder auch nur angeblich keiner Lohnarbeit unterziehen müssen. Die Juden. Diese Orientierung kann auf dem christlichen Antijudaismus und insbesondere in der deutschen Geistesgeschichte auf Martin Luther aufbauen. Schon aus der christlichen Tradition resultierte eine unterwürfige und gnadenlose Arbeitsideologie. Ich habe in meiner großen Studie die Arbeit des Körpers auch aus dem österreichischen Raum Quellen gefunden, die diese Arbeitsideologie auch aus dem katholischen Raum sehr belegen. Die Reformation heiligt und verfestigt diese Ideologie. Luther leistete dann entscheidende Vorarbeit für die besondere Ausrichtung der Nazi-Ideologie. Sein radikaler Antisemitismus erhielt bereits einen klaren Vernichtungswillen. Und Robert Ley verkörpert genau diese ideologisch-psychodynamische Stoßrichtung in geradezu idealtypischer Weise. Auch den religiösen Duktus übernahmen die Nazis. Die Rede war von Himmel, Sendung, Gnade, Glaube und vielen weiteren Theologemen mehr. Wie erwähnt, war die Chemieindustrie vor 1933 zwar nicht an einer Kooperation mit der NSDAP interessiert, aber sie arrangierte sich sehr, sehr schnell mit den Nazis. Während der 30er Jahre trennten sich die IG Farben nicht nur von den jüdischen Bankiers. Viele Verwaltungs- und Vorstandsmitglieder der IG Farben traten in die NSDAP ein, so auch die Ludwigshafener Vorstandsmitglieder Karl Krauch, ich hatte ihn schon erwähnt,
und Otto Ambros. Sie wurden zugleich Wehrwirtschaftsführer in Anführungsstriche und arbeiteten Hand in Hand mit den Nazi-Institutionen am Generalplan Ost mit dem Ziel der Landnahme und der Zwangsarbeit. In Industrie und Landwirtschaft wurden, das sind jetzt allgemeine Zahlen, ab 1939 circa 8 Millionen ins Reichsgebiet deportierte Menschen als Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen eingesetzt. Hinzu kamen etwa 7 Millionen, also zusammengenommen 15 Millionen Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen in den besetzten Gebieten. Exakte Zahlen gibt es nicht, da die Nazis und auch die Wirtschaftsfunktionäre bei Kriegsende die meisten Akten vernichteten. Menschen aus Südeuropa wurden teilweise als sogenannte Fremdarbeiter und Arbeiterinnen gesehen, zunächst und sie hatten zunächst einen etwas besseren Status als die aus Osteuropa verschleppten Menschen. Doch letztlich wurden alle versklavt, am schlimmsten die sowjetischen Kriegsgefangenen und die zur Produktionsarbeit herangezogenen KZ-Häftlinge. 3 Millionen Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen kamen zu Tode. In den Werken der IG Farben arbeiteten, IG Auschwitz noch nicht mitgerechnet, mindestens 100.000 Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen. Das war die Hälfte der Gesamtbelegschaft und mindestens 20.000 dieser Verschleppten und Versklavten kamen im alten Reichsgebiet noch, also ohne IG Auschwitz, zu Tode. Und 1940 hatte die Nazi-Führungsgruppe beschlossen, im ehemaligen Oberschlesien das Konzentrationslager Auschwitz zu errichten. Es sollte eine Doppelfunktion als Arbeits- und als Vernichtungslager haben. Der Schriftzug am Eingangstor von Auschwitz, Arbeit macht frei, spricht Bände. Auschwitz, polnisch Oswiecim, lag an der Bahnlinie Krakau-Wien und erschien den Nazis als außerordentlich günstig gelegen für die zügige Deportation der Juden, nicht nur derjenigen aus dem Reichsgebiet, sondern aus allen besetzten Gebieten Europas. Aus Frankreich, aus Belgien, Holland, Griechenland, Italien, aus der Sowjetunion, viele davon aus der heutigen Ukraine, aus der Tschechoslowakei, aus Polen, Jugoslawien, Rumänien und Ungarn. In Oswiecim wurde die Dorfbevölkerung ausgesiedelt und es entstand das Lager und die Mordfabrik. Als Lagerkommandant fungierte der ehemalige Freikorpsangehörige und wegen Mordes verurteilte Rudolf Höss, der die Logistik in enger Kooperation mit Adolf Eichmann leitete. Die Nazi-Chemiker Grauch und Ambros planten schon seit Beginn des Krieges den Bau eines Chemiewerkes in den eroberten Ostgebieten, um dort Polybutadien mit Hilfe von Natriumkatalysatoren, daher der Name BUNA, Butadien, Natrium, herstellen zu lassen, als synthetischen Kautschuk für die Reifen der Wehrmachtfahrzeuge. Dieses Werk wurde im April 1941 in die Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz gegründet und firmierte unter dem offiziellen Namen, der offiziellen Bezeichnung IG Auschwitz. Für die Bauarbeiten gab es einen durchschnittlichen Arbeiterbestand von etwa 8.000 bis 10.000 Häftlingen. Hinzugezogen wurde bis Ende 1944 mehr als 30.000 Häftlinge. Es können auch mehr sein, wir verfügen über keine genauen Daten. Mindestens 25.000, manche Schätzungen gehen deutlich höher, von ihnen kamen durch Entkräftung, durch Prügel oder Erschießung auf dem IG Auschwitz-Gelände, also in der Chemiefabrik, zu Tode. 25.000 und wahrscheinlich mehr. Die geografische und funktionsmäßige Aufteilung des Lagerkomplexes Auschwitz gliederte sich in drei Bereiche, das Stammlager Auschwitz I, das Vernichtungslager Birkenau Auschwitz II und das Arbeitslager Buna-Monowitz Auschwitz III. Ich möchte hier einige Erläuterungen zu dieser Folie geben. Der rote Bereich markiert das Stammlager Auschwitz I.
Dort kamen die Verschleppten und Deportierten an. Südlich des Bahnhofs war die Rampe, an der die SS-Ärzte die sogenannte Selektion vornahmen. Das heißt, die Arbeitsfähigen von den sofort für den Tod bestimmten trennten. Links auf diesem Bild sehen wir Birkenau, Auschwitz II, wo sich die Vergasungs- und die Verbrennungsanlagen befanden. Rechts im Bild das Buna-Werk in Monowitz-Auschwitz III. Auf dem Gelände der ehemaligen Dörfer Harmensee, Plawi und Budi befanden sich SS-eigene Landwirtschaftsbetriebe. Das KZ Auschwitz verfügte zusätzlich in der weiteren Region über 50 Außenlager, in denen Betriebsstätten für die Rüstungsproduktion angesiedelt waren. Aber am bedeutsamsten von all diesen Produktionsstätten war das Buna-Werk. 1941 fuhren die für die Errichtung der Chemieanlagen abgestellten KZ-Häftlinge, die Sklavenarbeiter der IG Farben, mit dem Zug und Viehwaggons vom Stammlager zum 6 Kilometer entfernten Monowitz, wo das Buna-Werk aufgebaut wurde. Ab Oktober 1942 waren die Häftlinge im neuen Lager Monowitz untergebracht. Auch in Monowitz gab es dann Lagerärzte, die zusammen mit SS-Leuten Selektionen vornahmen. Wer nicht arbeitsfähig erschien, wurde ausgesondert und ins Vernichtungslager Birkenau gebracht. Viele Erschöpfte, die als Muselmänner bezeichnet wurden, starben schon auf dem Fabrikgelände in Monowitz oder wurden schlicht von der SS dort erschossen. Die SS und die verantwortlichen Ingenieure und Chemiker der IG Farben arbeiteten Hand in Hand. Die wenigen nicht gestellten oder manipulierten Bilder, die wir über Auschwitz III verfügen, geben einen Eindruck von der Art und Weise der Bauarbeiten und der brutalen Arbeitsbedingungen, unter denen die Sklavenarbeiter litten. Die in Anführungsstriche Belegschaft der IG Auschwitz lässt sich in etwa wie folgt unterteilen, wobei dies aufgrund der lückenhaften Quellen nur grobe Schätzungen sind. 500 Ingenieure von Baufirmen und teilweise Ingenieure vom Stammwerk der BASF in Ludwigshafen. 700 Chemiker, Meister und Vorarbeiter aus Ludwigshafen. 300 Vertreter des Werkschutzes, bewaffnet. 1000 italienische Fremdarbeiter und 7000 bis 11000 KZ-Häftlinge und 90% von ihnen waren Juden. Funktionsposten, die sogenannten Capos, das Wort kommt aus dem italienischen Capo, der Anführer, wurden prinzipiell nur an arische Arbeiter vergeben, arisch in Anführungsstriche. In den Buna-Werken schafften es überwiegend Angehörige kommunistischer oder nationalistisch-polnischer Untergrundgruppen, die Capo-Positionen zu erringen. Jüdische Menschen, die keiner dieser Gruppen angehörten, hatten wenig oder keine Chancen zum Überleben. Grundsätzlich hatten Vorarbeiter und Werkschützer der IG Farben die Kommandogewalt über die Kapos und damit über die Sklavenarbeiter als Ganzes. Die enge Verbindung zwischen der SS-Verwaltung und der IG wird inzwischen auch, und das war lange nicht so, auf der offiziellen Homepage der BASF eingeräumt. Also ich habe ja in der BASF viele Jahre meines Lebens verbracht und man hat bis etwa zur Jahrtausendwende komplett abgestritten, irgendetwas mit IG Auschwitz zu tun zu haben. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert und ich zitiere wörtlich aus der neu erstellten Homepage der historischen Abteilung der BASF. Wir haben da auch ein eigenes Archiv, eine eigene Historikergruppe. Zitat: Im Juni 1942 beginnt die IG Farben auf ihrem Werksgelände in Monowitz mit der Errichtung eines eigenen Konzentrationslagers, Auschwitz III oder Buna-Monowitz. Die ersten 600 Insassen werden im Oktober 1942 in das firmeneigene Konzentrationslager eingewiesen, in dem mit über 11.000 Häftlingen im Juni 1944 die maximale Belegung erreicht ist. Zitat Ende.
hier das fertige Werk oder das damals fast fertige Werk 1944. Karl Krauch war der Organisator des Brunner-Werkes IG Auschwitz. Otto Ambros fungierte als Betriebsleiter. Das Brunner-Werk hatte für die IG Farben eine strategische Ausrichtung. Josef Borkin, der als Chefökonom der Antitrustbehörde 1946 mit Untersuchungen zum IG Farben-Konzern befasst war, schreibt in seiner Studie Die unheilige Allianz der IG Farben, Zitat, Krauch stimmte begeistert für den schlesischen Standort. Da der Angriff auf die Sowjetunion bevorstand, beschäftigten sich die IG Farben mit den Perspektiven einer Erweiterung nach Osten. Die möglichen Gewinne schienen unermesslich. Alle Anzeichen sprachen dafür, dass das Projekt in Auschwitz ein Geschenk des Himmels war. Hitlers Vorstoß nach Osten versprach der IG die Eröffnung gigantischer Ausbeutungsmöglichkeiten. Zitat Ende. KZ-Häftlinge waren billige, sehr billige Arbeitskräfte, die zwar rasch verschlissen waren, für die es aber, so kalkulierten es die Chemiemanager ein, immerwährenden Nachschub gab. Die IG bezahlte für einen Häftling einen Tagessatz von 3 Reichsmark, das war weniger als die Hälfte des damals üblichen Arbeitslohns. Karl Krauch gehörte seit Mitte der 1930er Jahre zur Spitzenelite der nationalsozialistischen Wirtschaft. 1938 wurde er zum Wehrwirtschaftsführer ernannt, 1940 übernahm er zugleich den Vorsitz des Aufsichtsrats der IG Farben. Er vereinte auf sich eine Vielzahl von Positionen und Ämtern in Wissenschaft und Forschung. Er teilte die Visionen einer Weltherrschaft des germanischen Herrenmenschen. Skrupel kannte er nicht. Krauch wurde 1948 in einer Folgeverhandlung der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse wegen Versklavung von KZ-Häftlingen zu 6 Jahren Haft im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg verurteilt, jedoch bereits 2 Jahre später wieder freigelassen. Einer weiteren beruflichen Karriere stand nichts mehr im Weg. So wurde er unter anderem Aufsichtsratsmitglied der Chemischen Werke Hüls. Otto Ambros, ebenfalls Vorstandsmitglied der IG Farben und ebenfalls Wehrwirtschaftsführer, tat sich besonders im Bereich der chemischen Kampfstoffe und der Giftgasproduktion hervor. Ambros forcierte den rücksichtslosen Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen. Im Kriegsverbrecherprozess wurde er zu 8 Jahren Haft verurteilt, wovon er auch nur 3 Jahre verbüßen musste. Danach, 1952, übernahm er eine ganze Reihe von Aufsichtsratsposten in der chemischen Industrie und er betätigte sich als Unternehmensberater auch in US-amerikanischen Firmen. Und was mich besonders berührt hat, im negativen Sinne, er beriet auch Bundeskanzler Konrad Adenauer in Wirtschaftsfragen, war ein enger Berater von Adenauer. Ambros war an der Entwicklung und Verbreitung des massiv schädigenden Schlafmittels Contergan beteiligt. Das muss man auch wissen. Auch er gehörte zu den Nazis, die sich keiner Schuld bewusst waren. Ich komme nun zu den Quellen, zu meinen Quellen. Die Verbrechen der IG Farben im deutschen Faschismus sind vielfältig, doch IG Auschwitz nimmt hierunter eine einzigartige Stellung ein. Der damals größte Chemiekonzern der Welt kooperierte mit den Nationalsozialisten aufs Engste. Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen und Vernichtung durch Arbeit gingen Hand in Hand. Lange war zu diesem Thema für mich Primo Levi die wichtigste Quelle. Seine in deutscher Übersetzung 1961 in Frankfurt am Main erschienenen Erinnerungen, ist das ein Mensch? Lange auch ließen detaillierte historische Forschungen zur Verquickung der IG Farben mit dem spezifisch deutschen Faschismus, zu dessen expliziten Zielen die Vernichtung der Juden weltweit zählte, auf sich warten. Erst seit der Jahrtausendwende etwa mehren sich die einschlägigen Untersuchungen. Zu nennen sind die verdienstvollen Studien von Karl-Heinz Roth,
die auf der Homepage des Wollheim Memorials zu finden sind. Dieses Memorial ist benannt nach Norbert Wollheim, einem ehemaligen KZ-Häftling, der auch im Buna-Werk Monowitz Zwangsarbeit leisten musste. Im Rahmen des Wollheim Memorials wurden mit mehreren ehemaligen Zwangsarbeitern von IG Auschwitz hochgradig beeindruckende und berührende Interviews durchgeführt, die auf der Wollheim Homepage abgerufen werden können. Möglicherweise muss man über das Fritz-Bauer-Institut gehen, um zum Wollheim Memorial Homepage zu kommen, aber diese Dinge sind im Internet verfügbar. Im Jahr 2000 erschien in München eine umfangreiche Studie von Bernd Wagner mit dem Titel IG Auschwitz, Zwangsarbeit und Vernichtung von Häftlingen des Lagers Monowitz 1941 bis 1945. Wagner bezweifelt die Wirtschaftlichkeit des IG Auschwitz-Unternehmens, kommt jedoch nicht umhin, folgende Schlussfolgerung zu ziehen. Das Konzentrationslager Monowitz war der erste Versuch, das Streben der IG nach billigen und rücksichtslos einzusetzenden Arbeitskräften mit den Anstrengungen der SS, die Juden als Hauptgegner der Nationalsozialisten zu ermorden, in einem gemeinsamen Unternehmen zu kombinieren. Zwar stimmt immer noch der Satz Horkheimers, dass wer vom Kapitalismus nicht reden will, vom Faschismus schweigen sollte. Doch zugleich muss die Singularität, die den Deutschen von allen anderen Faschismen unterscheidet, betont werden. Das Ziel nämlich der systematischen, industriell geplanten und durchgeführten Judenvernichtung, dessen Endziel nur aufgrund der Befreiung durch die Alliierten verhindert werden konnte. Zu diesen vertieften Überlegungen, und dies möchte ich nicht unerwähnt lassen, hat mich ein bereits 1979 publizierter Aufsatz des US-amerikanischen Philosophen Moshe Postone, Antisemitismus und Nationalsozialismus, inspiriert, zu finden auf der Homepage des Saira Verlags. Ich hatte Postons Hinweise 4 Jahrzehnte nicht wirklich wahrgenommen. Doch die erneute Befassung mit Auschwitz, jetzt zur Vorbereitung dieses Vortrags, brachte mich dazu, neu darüber nachzudenken. Man kann Postons allzu strikte, fast monokausale Ableitung der Singularität der Judenvernichtung kritisieren, also aus diesem Hass auf die abstrakte Ebene des Kapitalismus, die dann personifiziert wird in dem Juden. Aber dass die Linke das Problem des Antisemitismus lange ignoriert hat, lässt sich nicht leugnen. Meine heute wichtigste Quelle ist das Buch von Rudolf Wirbar, Ich kann nicht vergeben. Die englische Erstauflage erschien 1963, eine erste deutsche Übersetzung 1964, fand aber keine große Verbreitung. 2010 kam in Frankfurt am Main eine Neuübersetzung heraus, versehen mit einem Vorwort von Beate Glasfeld. Wirbars Erinnerungen sind sehr detailliert und zeichnen insbesondere die sozioemotionale und soziomentale Atmosphäre auf dem IG Auschwitz-Gelände nach. Ein Aspekt, der durch das juristische Netz gesiebte Archivmaterialien zumeist fehlt. Der Autor dieses wichtigen Buches hieß ursprünglich Walter Rosenberg und entstammte einer jüdischen Familie aus der Slowakei. Er schloss sich als Jugendlicher dem antifaschistischen Widerstand an. Wirbar kam im Juni 1942 nach Auschwitz, also 2 Jahre früher als Primo Levi. Im gleichen Jahr wurde er für etwa 5 Wochen für die Arbeit auf dem IG Auschwitz-Gelände abkommandiert. 1943-44 organisierte er kleine Widerstandsaktionen und bereitete zusammen mit weiteren Häftlingen einen Ausbruch vor, der ihm zusammen mit Alfred Wetzler im April 1944 auch gelang. Rosenberg und Wetzler schrieben noch im gleichen Monat einen 30-seitigen Bericht über die Mordfabrik Auschwitz, den sie den slowakischen und ungarischen Judenräten zuspielten. Dieser Bericht sollte später unter dem Titel Auschwitz-Protokolle bekannt werden.
Rosenberg, der sich nach seiner Flucht aus Auschwitz in Rolf Wirbar umbenannte, musste jedoch feststellen, dass die Judenräte die Informationen nur zögerlich weiterleiteten. Sie verhielten sich unterwürfig gegenüber den Nazis. Wirbar ist der Auffassung, dass mehrere hunderttausend ungarische Juden hätten gerettet werden können, wenn sein Bericht zugleich weitergeleitet worden wäre. Er zog 1946 nach Prag, wo er Chemie studierte und danach auf diesem Gebiet auch forschte. Seine späteren Lebens- und Wirkungsorte waren England, Israel, USA und Kanada, wo er sich 1967 niederließ. Er lehrte dort ab 1976 an der Universität Vancouver Chemie und Pharmakologie. Neben seiner beruflichen Tätigkeit kämpfte Wirbar Zeit seines Lebens, er ist 2006 gestorben, gegen das Vergessen des NS-Terrors. Dennoch wird er bis heute wegen seiner Kritik an den Judenräten von der offiziellen jüdischen Geschichtsschreibung weitgehend ignoriert oder gar bekämpft. Für die von jüdischen Organisationen betriebene Erinnerungspolitik ist er offenbar eine persona non grata, eine nach meinem Dafürhalten völlig abwegige Haltung. Ich möchte Ihnen und euch zum Abschluss aus Wirbars Buch eine längere Passage zitieren, welche einen plastischen Eindruck in das Geschehen auf dem IG Auschwitz-Gelände 1942 gewährt. Er schildert seine ersten Eindrücke von der Buna-Fabrik, nachdem der Zug vom Stammlager dann in Monowitz angekommen war. Ich zitiere: Dann erblickte ich unseren Arbeitsplatz. Holzstapel, Betonmischmaschinen, alles, was man zum Bauen brauchte. Halbfertige Gebäude erhoben sich gen Himmel und überall rannten Hunderte von Männern, angetrieben vom Gebrüll der Vorarbeiter, wie Ameisen hin und her. Selbst aus der Entfernung war es grauenhaft anzusehen. Doch erst beim Näherkommen offenbarte sich mir das gesamte Bild mit all seinen fürchterlichen Einzelheiten. Rennende, fallende Männer wurden getreten und erschossen. Mit irrem Blick schlugen sich Kapos einen blutigen Pfad durch das Gewimmel der Häftlinge. SS-Männer schossen aus der Hüfte wie Film-Cowboys, die in einem grotesken, nicht enden wollenden Horrorstreifen geraten waren. Und in grausigem Widersinn zu dem Chaos bahnten sich Gruppen ruhiger Männer in untadeliger Zivilkleidung einen Weg durch die Leichen, die sie keines Blickes würdigten, maßen mit leuchtend gelben Zollstöcken Bauholz ab und machten sich absolut gleichgültig gegenüber dem Blutbad rings um sie herum, fein säuberliche Aufzeichnungen in ledergebundenen schwarzen Notizbüchern. Mit denen, die hier arbeiten mussten, sprachen die Herren aus Ludwigshafen in den dezenten grauen Anzügen nie. Auch nicht mit den Kapos und niedrigen SS-Scharchen. Wenn sie allerdings hin und wieder einem ranghohen SS-Mann quasi ein paar Worte ins Ohr sagten, erfolgte ein neuer Gewaltausbruch. Dann trat der Uniformierte brutal nach einem Kapo und brüllte: Mach den Schweinen Beine, du fauler Hund! Weißt du nicht, dass die Wand um 11 Uhr hochgezogen werden muss? Worauf der Kapo sich wieder aufrappelte und sich seinerseits auf die Häftlinge stürzte und auf sie eindrosch. Schneller, schneller, schneller! In Buna gab es nur zwei Arten von Arbeitern, die Schnellen und die Toten. Und an einer späteren Stelle resümiert Rudolf Wirbar die Geschehnisse und seine weiteren Erfahrungen dazu wie folgt: Dass nur wenige Häftlinge im Buna-Kommando mehr als ein, höchstens zwei Monate überlebten, scherte weder Höss noch die Direktoren der IG Farben. Denn es gab ja stets andere, die noch ein wenig Fleisch auf den Knochen hatten und die sie einsetzen konnten. Buna wurde schließlich ein wichtiges Industriezentrum zur Herstellung von synthetischem Kautschuk. Und es ist immer noch ein Standort der Schwerindustrie, jetzt natürlich unter polnischer Regie. Nach dem Krieg wurde mir sogar ein Posten als Industriechemiker angeboten, doch ich lehnte ab. Den Preis an Menschenleben
der bei seiner Errichtung bezahlt worden war, konnte ich nicht vergessen. 1961 verklagte ich mit einigen anderen Überlebenden die IG Farben auf Zahlung ausstehender Löhne und bekam von einem westdeutschen Gericht 2500 D-Mark zugesprochen. Doch beide, sowohl das Gericht als auch die IG Farben, befanden, dass den verwandten und unterhaltsberechtigten Angehörigen der beim Bau dieser riesigen Fabrikanlagen Umgekommenen keinerlei Entschädigung zustehe. Was bedeutete, dass die IG Farben 90% der Arbeit für ein paar Pfennige bekam, die sie Höss zahlte? Zitat Ende. Ich möchte gerne noch etwas nachtragen. Auf diesem Bild ist das IG Farben-Haus zu sehen, in dem ab 1931 der Vorstand der IG Farben regierte. Nach Kriegsende nutzte die US-amerikanische Militärverwaltung das Haus. Seit der Jahrtausendwende zogen dort Institute der Goethe-Universität und das Fritz-Bauer-Institut ein. Dieses Institut wurde kurz zuvor gegründet. Es widmet sich der Erforschung des Nationalsozialismus. Fritz Bauer war in den 1963 bis 1965 währenden Frankfurter Auschwitz-Prozessen Chefankläger. Ihm ist es zu verdanken, dass die Verbrechen der Nazis und der IG Farben in Auschwitz nicht dem Vergessen anheimfielen. Das Fritz-Bauer-Institut ist seit der Jahrtausendwende eine bittere Ironie der Geschichte im alten Frankfurter IG Farben-Vorstandsgebäude beheimatet. Das Institut brachte 2018 eine Ausstellung zu unserem heutigen Thema heraus, eine Ausstellung zum Thema IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz. Seither ist diese Ausstellung bundesweit im Umlauf. Der Ausstellungskatalog ist auf der Homepage des Instituts verfügbar. Es enthält viele, viele Detailinformationen. Aber über die industriegeschichtlichen Hintergründe und die gesellschaftsgeschichtlichen Hintergründe, die ich Ihnen heute versucht habe, ein wenig näher zu bringen, gibt es dort nur wenig Informationen. Das Fritz-Bauer-Institut hält sich eher an positivistische Historiker, wie etwa den Professor Peter Hayes, in dessen Sichtweise die Nazis den IG Farben ihre Orientierung sozusagen aufgezwungen haben. Gleichsam eine Umkehrung der Verhältnisse. In der Ausstellung werden zwar viele Zeitzeugen zitiert, nicht aber Rudolf Wirber. Seine Kritik an den Judenräten verzeiht man ihm nicht. 1952 trat die IG Farben in Liquidation und 2012 erfolgte die Löschung im Handelsregister. Den Entschädigungsforderungen überlebender Sklavenarbeiter des Buna-Werkes wurde teilweise entsprochen, doch waren die Vertreter der politischen und wirtschaftlichen Elite der Bundesrepublik immer darum bemüht, Entschädigungen als freiwillige Zahlungen zu deklarieren, womit sie zugleich den Zwangsarbeitern den Status der eines Rechtsbürgers abgesprochen haben. Ganz zu schweigen von Entschädigungsforderungen überlebender Angehöriger, die sozusagen ihre Angehörigen verloren haben auf dem Gebiet der IG Auschwitz-Fabrik. Bis heute versucht sich die Chemieindustrie als nicht verantwortlich für ihre Verbrechen darzustellen. Meine Damen und Herren, liebe Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte damit meinen Vortrag beenden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.